Janoschs Traumstunde. Laufen ist gesund für manchen, nicht für jeden. Für den einen ja und für den einen nein. Für den Igel ja und für den Hasen nein, wenn sie einen Wettlauf machen. Aber sie machen ja einen Wettlauf. Sie machen ja einen. Und zwar hier, in diesem Theater. Und das ist eine ganz dumme oder schlaue oder was Geschichte. Nämlich der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel. Laufen ist nicht gesund. Nicht für den einen. Vielleicht für einen anderen. Nicht für einen alten Waldbären. Einmal hatte der Hase Lust, Sieger zu werden und ging zum Igel. Der Igel lag auf der Wiese, hatte einen kleinen Tee aus der Kanne getrunken und etwas guten Kuchen verspeist. Hatte auch etwas zu lesen dabei. Hey, komm, wir machen einen kleinen Wettlauf, sagte der Hase. Mal sehen, wer gewinnt. Meinte er doch, er, der Hase nämlich, würde gewinnen mit seinen langen Beinen. Ist gut, sagte der Igel. Dann lauf du schon mal voraus. Ich geh noch schnell nach Haus und hol meine Turnschuhe und meine Frau, damit mir der Weg nicht so lang vorkommt mit meinen kurzen Beinen. Der Hase rannte sofort los. Meinte er doch, so ein kleiner Vorsprung habe noch keinem geschadet. Und so würde er noch leichter gewinnen mit seinen langen Beinen. Der Hase rannte, hast du ihn nicht gesehen, in Richtung Olmborg. Er war noch nicht weit gelaufen, da überholte er den Eisenbahner Burendieke mit seinem Fahrrad. Wo rennst du denn hin? Fragte Burendieke. Olmburg, sagte der Hase. Da kannst du mit mir kommen. Ich nehme dich im Zug mit. 18.12 Uhr ab. Aber da war der Hase schon lange vorbei. Als er bei Olmborg war, meinte er, er könnte noch ein Stückchen weiterlaufen. Dann könnte er noch ein bisschen mehr gewinnen. Mit seinen langen Beinen. Und rannte in Richtung Bremen. Der Igel aber war gar nicht mitgelaufen. Er war nach Hause gegangen. Nicht zu schnell mit seinen kurzen Beinen. Und er war keine 10 Schritte unterwegs. Da hatte er den Wettlauf vergessen. In Bremen, in dem Park mit der Mühle, traf der Hase 2 Bremer Musikanten, Luzi und Willi. Was rennst du denn so? Fragte Luzi. Mit deinen langen Beinen. Wettlauf! Gegen den Igel! Ich gewinne! Ist auch egal, wer gewinnt, rief Luzi. Komm mit uns. Wir gehen nach Plumo. Plumo, sagte Willi. Das heißt Plumo. Pluno, rief Luzi. Aber da war der Hase schon weg. Beim Igel zu Hause im Garten lag seine Frau im Schaukelstuhl und schlief ein wenig, denn sie hatte gestrickt. Sie hatte gestrickt und vergessen, ein Mahl zu bereiten. Nichts gekocht, auch kein Brot geschmiert. Macht nichts.
Der Hase aber rannte durch die Stadt. Hey, Hase, pass doch auf mit deinen langen Beinen. Rot! Weißt du nicht, dass man bei Rot nicht über die Straße gehen darf? Beinahe tot. Hätte die gute alte Frau ihn nicht auf die andere Seite geführt, wäre der Hase wohl nicht mit dem Leben davongekommen. Und der Hase lief weiter. Lief aus Bremen hinaus und wollte nach Lümmerburg. Denn er meinte, noch ein bisschen weiter gelaufen ist noch ein bisschen mehr gesiegt. Mit seinen langen Beinen. Komm, sagte derweil der Igel zu seiner Frau. Wir machen einen kleinen Ausflug. Mit Picknick. Picknick? Wohin denn? Fragte die Frau. Dümmelsee. In der Heide traf der Hase den Förster Frühgesang. Wo rennst du denn hin? Wettlauf gegen den Igel. Ich gewinne. Musst du nicht tun, sagte der Förster. Ist doch schiligol, wer gewinnt. Aber da war der Hase längst vorbei mit seinen langen Beinen. Und zack, Schlag eins schlug die Karnickelfalle des Wilddiebes Feldnagel zu. Ende des Wettlaufs. Feierabend. Alles verloren und keine Hoffnung in Sicht. Der Igel und die Igelin indessen freuten sich auf ihr Picknick. Armer Hase, Pfote in der Falle und nichts zu machen. Aber da kam ein Laufmensch gelaufen. Der wird ihn wohl befreien können. Gegen wen laufen Sie denn? Fragte ihn der Hase. Gegen keinen. Ich laufe allein. Wie dumm, rief der Hase. Das täte ich nie. Und er bat ihn doch die Falle. Aber da war der Läufer schon weit weg. Oje, wie schlimm. Und keine Hoffnung in Sicht. Und der Hase voller Furcht, dass der Igel ihn einholen könnte. Der Igel aber war längst am Dümmelsee, lag mit seiner Frau im Boot und ließ sich auf dem Wasser schaukeln. Schönes Wetter ringsherum und keine Wolke am Himmel. Als der Hase schon dachte, aus Sense Schluss, da kam der Alte, der im Wald wohnt, und befreite den Hasen. Er verband ihm das Bein, fragte ihn nicht, wohin er wolle, woher er käme. Wahrscheinlich brauchte der Alte nichts zu fragen, weil er alles wusste. Er wünschte dem Hasen noch viel Glück. Der Hase humpelte weiter mit seinen lahmen Beinen. Auf der Straße in Richtung Hamburg rasten Autos vorbei, Motorräder und was noch alles. Den Hasen jagte die Furcht, der Igel könnte ihn einholen und doch noch gewinnen. Denn mit dem Verband an dem Bein war der Hase nicht mehr der Schnellste. Also weiter mit seinen langen Beinen. Des Nachmittags am Dümmelsee briet der Igel einen Fisch und seine Frau schwamm im Wasser herum. So einen schönen Dachmann, sagte sie zum Igel. Und da hatte sie wohl recht. Der Hase aber humpelte indes weiter. 145 Kilometer.
Dann fiel er um. Er blieb liegen und blickte zurück in die Richtung, aus der er gekommen war. Er freute sich schon, dem Igel sagen zu können, er, der Hase, habe gewonnen. Vermeinte er doch, dass er hier der Sieger war, mit seinen langen Beinen. Dann fiel ihm aber ein, der Igel könnte mit dem Zug gefahren sein und aus der anderen Richtung kommen und sagen, er sei schon lange hier und habe gewartet. Und er, der Igel, sei der Sieger mit seinen kurzen Beinen. Und so lag der Hase und quälte sich mit seiner Furcht. Und nun sage uns einer, wer war denn hier der Sieger? Der wahre, der wirkliche. Mit seinen kurzen Beinen. Jawohl, stimmt haarnadelgenau. Der nämlich.